Ich weiß nicht, also ich finde uns nicht besonders provokant eigentlich. Okay. Ich finde aber auch HGIT nicht besonders provokant. Also ich mag das wahnsinnig gerne, was die machen. Und wir haben uns voll gefreut, dass wir Support machen konnten bei denen. Und das war auch cool. Also das Publikum hat uns nicht ausgebuht. Da Das ist hatten schon wir mal gut. tatsächlich ein bisschen Angst vor. So. M945 hat sich für euch heute ganz, ganz tolle Studiogäste eingeladen. Und zwar aus dem hohen Norden, aus Hamburg, begrüßen wir heute Dani Reis und Fritzi Ernst von Schnipo Schranke. Bevor wir über euer zweites Album reden, noch der Kommentar von unserem Hörer. Ich lese mal vor: Ich persönlich kriege bei jedem der Songs das kalte Kotzen. So dilettantisch schlecht und sowas von pseudoprovokant, schlimmer geht's fast nimmer. Ja, ganz schön verletzend. Ich heul gleich. Aber wie ist das? Müsst ihr euch sowas öfters anhören, oder? Wir lesen sowas nicht normalerweise, Okay. weil das sind auch nicht die Menschen, für die wir das gemacht haben, vermutlich dann. Also seid ihr da ganz hart und sagt einfach Scheiß auf Nee, wir sind sowas. da eben nicht ganz hart, deswegen Okay. lesen wir das nicht mehr. Ach so, also okay. Also wenn ihr es lesen würdet, würde es euch wahrscheinlich schon nahe gehen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, dass jemand da nichts mit anfangen kann, aber ich will das nicht wissen. Okay. Wir wollen uns ja nicht als Sonderlinge fühlen. Deshalb sind wir ja auf die Bühne gegangen, dass wir uns sowas nicht mehr anhören müssen. Was mir auch aufgefallen ist, als ich Rare durchgehört habe, es kommt gar keine Blockflöte mehr drin vor, soweit ich das hören konnte. Das war ja bei Satt noch beim Song Herzinfarkt drauf. Und du hast es ja auch studiert, Fritzi. Wollte ich mal fragen, warum ihr euch da entschlossen habt, das nicht mal drauf zu machen. Also das war auf den, bei Herzinfarkt zum Beispiel drauf und bei Schrank, und das sind ja beides schon etwas ältere Songs und damals fanden wir das noch lustig. Okay. Und ich habe aber einfach echt keine Ambitionen mehr in dem Bereich. Es war aber tatsächlich auch so, dass wir damals drüber nachgedacht hatten, da wir ja nur zu zweit waren, was man denn am Schlagzeug noch für ein Instrument spielen könnte, um einen Riff oder irgendwas da unterzubringen. Und da bietet sich die Blockflöte natürlich an, weil man schnell zur Blockflöte greifen kann und sie auch schnell wieder weglegen kann. Nochmal eine Frage, vielleicht auch, was jetzt ihr für Erwartungen an Rare hattet, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass bestimmt jetzt manche vor der Veröffentlichung von Rare gedacht haben, ja, das wird jetzt bestimmt irgendwie nichts Neues oder so, oder dieser Zug Schnipo Schranke ist jetzt irgendwie abgefahren. Wie geht ihr damit um oder hattet ihr auch so das Gefühl, dass das passieren könnte? Also wir sind ganz gut darin, sowas auszublenden. Wenn wir merken, dass uns der Gedanke runterziehen wird, dann lassen wir den einfach. Das geht dann schon. Also man hat natürlich trotzdem Ängste irgendwie, wenn das Ding dann rauskommt, ob die Leute das dann auch mögen. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir unser Bestes gegeben haben und uns das Teil gefällt irgendwie. Und mehr können wir ja nicht tun. Sowieso. Ja. Ja, kann ich absolut verstehen. Überhaupt, habt ihr eigentlich die Songs auf Rare, habt ihr die schon vorher geschrieben gehabt oder habt ihr die alle erst nach der Veröffentlichung von Satt geschrieben? Oder waren das so Ideen, die ihr dann irgendwie zusammengefügt habt? Oder wie ist der Songwriting-Prozess dann abgelaufen von Also Rare? die meisten Songs sind auf der Tour entstanden. Okay. Also nach dem Album sind zwei Songs drauf, die schon vorher da waren. Aber sonst sind alle nach dem ersten Album entstanden, ja. Darf ich fragen, welche zwei Songs das waren? Das würde Das mich irgendwie ist Wieder interessieren. alleine und Ritter in der Nacht. Ah, okay. Also würdet ihr auch sagen, dass die zwei Songs vielleicht noch so ein bisschen auch mehr zu Satt passen vielleicht? Oder seht ihr das grundsätzlich so, dass ihr einen neuen Sound entwickelt habt auf Rare? Die sind nicht auf Satt drauf, weil wir fanden, dass sie nicht zu Satt Ah, gepasst okay. haben. Und wir fanden aber eben jetzt, dass sie halt auf das neue Album passen. Und was dann die Produktion angeht, das passiert ja sowieso erst im Studio. Also die sind natürlich haben wir die ein bisschen anders ausgearbeitet als früher. Also Wenn man über euch recherchiert, fällt einem natürlich so auf Anhieb auf,
dass ihr schon so in den ganz, ganz großen deutschen Medien jetzt vertreten wart oder auch immer noch seid. Also angefangen bei der Taz, über den Spiegel, die Zeit, dann wart ihr auch kürzlich bei Tagesschau 24 sogar. Wie geht ihr damit um? Also dass quasi der Feuilleton sich so ein bisschen um euch reißt und auch immer über euch schreibt. Also da das von Anfang an so war, merken wir das gar nicht. Das klingt aber furchtbar, ja. Das wollte Sag ich auch eben noch erzählen. Dann sagst du das. Ihr dürft auch ruhig sagen, ey, wir finden das total scheiße. Nein, scheiße nicht, aber also das ist natürlich ist das schön, wenn der Feuilleton über uns schreibt und wenn überhaupt Presse über uns schreibt. Natürlich freuen wir uns dann, aber es ist ja nicht das, was das Wichtigste ist für eine Band. Also das Wichtigste sind ja irgendwie immer noch die Leute, die sich das anhören und zum Konzert kommen. Ja. So. Also man fühlt sich natürlich geschmeichelt, wenn man Anfragen bekommt und über sich reden soll. Das ist natürlich total schön und ja auch wichtig, weil man so ja auch kommunizieren kann. Aber für uns ist das ja nicht das echte Leben so. Also das Echte ist dann das, was irgendwie stattfindet, wenn wir ein Konzert geben oder so. So ein Artikel schreibt ja auch immer nur eine Person meistens. Das ja, ist die ja natürlich auch wieder einen subjektiven Ja, genau. Also das ist natürlich schön, wenn da jemand ist, dem das gefällt, aber es ist natürlich beim Konzert schöner, wenn man die Leute auch direkt sieht und so. Ja. Wo wir gerade von Konzerten reden, ihr wart in eurer Anfangszeit mal Vorband von HGIcht, ja. Die wir jetzt auch wieder bei uns im Programm haben, bei M94.5. Inwiefern würdet ihr sagen, gibt es da so ein paar Parallelen zwischen diesem Kollektiv und euch beiden? Kann man da irgendwie sagen, dass ihr vielleicht in Sachen Provokation oder so? Ich weiß nicht, also ich finde uns nicht besonders provokant eigentlich. Okay. Ich finde aber auch HGIcht nicht besonders provokant. Also ich mag das wahnsinnig gerne, was die machen und wir haben uns voll gefreut, dass wir Support machen konnten bei denen und das war auch cool. Also das Publikum hat uns nicht ausgebuht. Da hatten wir tatsächlich ein bisschen Angst vor. So. Also wenn man euch, wenn man eure Konzerte anschaut, gibt es ja immer ganz, ganz viele positive Reaktionen auch, finde ich. Was mich auch irgendwie so ein bisschen zu der nächsten Frage bringt, weil ich finde, ihr habt einfach eine ganz, ganz spezielle und ganz, ganz tolle Live-Dynamik, so, die ihr an den Tag bringt. Cool. Habe ich auch schon einmal live gesehen, Ende 2015. Und ich finde es aber deswegen so erstaunlich, weil ja eure Songs eigentlich jetzt nicht immer per se so nach vorne gehen, wo man jetzt eigentlich denkt, ja gut, da gehen die Leute natürlich auch ab. Aber trotzdem gibt es ja bei euch auch ab und zu mal einen Moshpit so, also ja. Was ich ja total verrückt finde. Aber was glaubt ihr, wo kommt das her? Das weiß ich auch nicht. Also ich freue mich auch immer total, auch gerade wenn die Leute tanzen können dazu und so. Das ist total schön. Aber ich weiß nicht. Ich will mir das nicht anmaßen zu sagen, warum das so ist. Ja. Aber wahrscheinlich hängt das auch einfach mit diesem Glücksgefühl zusammen, was du ja eben beschrieben hast, dass die Leute da einfach reingehen und irgendwie wissen, dass sie Schnippo Schranke live hören. Und das schon, aber das heißt nicht, dass wir wissen, wie das geht oder wie man sowas macht, dass die Leute glücklich sind. Das wissen wir nicht. Und wenn das passiert, dann sind wir wahnsinnig glücklich und auch wahnsinnig glücklich. Und wir können aber nicht, also wir interpretieren uns ja nicht selbst oder so, ne? Also das können wir nicht sagen, warum das dann so ist. Das sollen andere machen. Also mir ist aufgefallen, dass ihr jetzt auf Rare wieder sehr, sehr viele Klavierriffs einfach verwendet habt. Ein bisschen mehr Synthesizer vielleicht als auf Satt, aber grundsätzlich ist bei eurer Musik ja das Klavier so im Vordergrund. Und mich hätte es einfach interessiert, ob ihr in Zukunft euch vorstellen könntet, auch noch andere Instrumente mehr dazu zu nehmen. Also Gitarren waren ja zum Beispiel irgendwie noch nie so richtig dabei bei euch. Nee, also das Problem ist ja auch, dass wir irgendwie eine begrenzte Anzahl von Leuten sind. Und auf dem Klavier kannst du halt die Gitarre und den Bass
ersetzen quasi. Also ja, es ist, du kannst halt, also wir konnten ja auch zu zweit damals spielen, so mittlerweile ist Ente ja noch dabei. Aber wenn man zu zweit ist, dann ist das mit dem Klavier halt sehr praktisch, so, weil man halt alles machen kann. Ja. Wir können auch beide keine Gitarren spielen. Das würde nicht ja, so viel Sinn machen. Aber das steht für euch dann auch außer Frage, dass ihr mal, also es machen ja viele auch, die halt nur zu zweit sind, dass sie sich halt irgendwie Musiker noch dazu holen, die halt dann Gitarristen oder so. Also es ist halt super schwierig. Also erstens bin ich überzeugt von unserem Konzept, dass je weniger Leute auf der Bühne sind, desto griffiger ist das doch auch für die Leute irgendwie. Und ich finde es halt auch schön, wenn man mit wenigen einen fetten Sound zaubern kann. So, das ist für mich ein viel größeres Erfolgserlebnis, als wenn ich da Musiker kaufen würde, die dann irgendwie auch gar keine... Ich will auch, dass jeder, der da mitspielt, eine Beziehung zu den Songs hat und irgendwie am Schaffensprozess beteiligt war. So. Sonst ist das für mich nicht real und dann kann man es lassen. Ja, es muss auch vor allem halt jemand sein, der auf natürliche Weise in unser Leben getreten ist. Also ich glaube nicht, dass wir Instrumentalisten casten wollen. So. Das ist einfach nicht schön. Ja. Aber es ist ja auf jeden Fall eine ziemlich starke Einstellung, wenn man sagt, dass man das nicht will, und es funktioniert ja auch super gut. Also ja, solange das noch funktioniert, solange da kein Bedarf ist. Glaubt ihr denn, dass ihr Musik macht, die überhaupt radiotauglich ist? Ja, wir sind davon total überzeugt. ja, wobei ich aber auch nicht so genau weiß, was radiotauglich ist und was nicht. Also ich denke mal, dass es radiotauglich ist, und dann sagen andere, nee, es ist überhaupt nicht radiotauglich, und dann spielt ihr uns aber trotzdem. Und ja, keine Ahnung. Wie steht ihr grundsätzlich zum Medium Radio so? Seid ihr Radiohörer oder? Nicht so richtig viel, also ganz ehrlich, nicht so richtig viel, aber zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, dann hört man ja oft mal im Autoradio. So. Das ist auch dann freue ich mich auch, dass es das gibt. Ja. Aber grundsätzlich seid ihr wahrscheinlich jetzt nicht so die typischen Leute, die morgens das Radio einschalten, weil ich meine, die meisten Sender sind ja auch wahrscheinlich eher nicht so. Also ehrlich gesagt suche ich mir echt viel lieber selber aus, was für Musik ich höre zu Hause. Ich komme nicht so richtig zurecht so mit diesem Konzept, dass andere für mich aussuchen, was in meiner Wohnung für Musik läuft. Ich kann das aber gut nachvollziehen, verstehe das alles. Aber für mich persönlich, mich hat das noch nie so angeschockt irgendwie. Dann habe ich zu allerletzt vielleicht noch eine bisschen private Frage. Ich sehe die schon auf dem Zettel. Ja, hast du schon gelesen. Ja. Dann stelle ich sie jetzt auch nochmal, dass alle sie hören können. ihr seid ja mit Ente auf Tour, du bist ja mit Ente verheiratet, sollte man vielleicht dazu sagen. Für diejenigen, die es nicht wissen oder mitbekommen haben. Und wir würden ganz gerne wissen, wie das denn für dich ist, Fritzi. Ob das manchmal so ein bisschen doof ist, mit denen dann auf Tour zu sein. Nein, also erstens nein, schon immer nicht. Es war noch nie seltsam. Und mein Freund ist halt auch dabei auf Tour und er ist unser Tourmanager, deswegen ja, also ja. Naja gut, dann stellt sich die Frage eigentlich. So ist das. Quasi als zwei Pärchen auf Tour sei das aber sehr, sehr schön. Stelle ich mir sehr harmonisch vor. Ja. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Dass ihr da wart. Gerne. Sehr schön. Gerne, wir haben uns sehr gefreut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Konzert auf jeden Fall. Dankeschön. Und reißt die Bude ab. Okay.